Ich glaube, dass ich viele Menschen sehe, die unglücklich aussehen. Und ich denke, das könnte doch auch ganz anders sein. Ja, das ist auch eben, das ist eine Frage nach dem Bildungssystem und ist aber auch eine Frage nach dem ganzen Gesellschaftssystem, was für eine Gesellschaft wir denn leben wollen oder auch was eben, was unsere Werte sind, was unser Bild von Menschen, von der Welt sind, ist. Wenn manche Wirtschaftsfirmen da irgendwie oder halt Firmen oder Konzerne oder wie auch immer halt Leute aus der Wirtschaft sich auch dafür aussprechen, dass die Bildung anders werden muss, finde ich es wichtig, darauf zu gucken, ob der Mensch der Ausgangspunkt für diese Forderung ist oder die Wirtschaft und der Profit und das Geld. Da verändert sich so viel, weil einzelne Menschen da sind, diese Kraft einfach einsetzen, was zu bewegen und zu verändern. Und das ist, glaube ich, echt das Entscheidende. Gar nicht der Massenauflauf oder so oder irgendeine Massendemonstration und zu zeigen, ja, die Massen wollen das und das, sondern dass Einzelne genau diese Kraft irgendwie nehmen und damit ja, was bewegen und verändern. Ich war so voller Wut und so voller Ohnmacht über alles, was irgendwie passiert. Und ich habe gedacht, ich habe verzweifelt nach diesem Hebel gesucht, den man nur umschalten muss. Und dann ist alles irgendwie gut. Und dann wachen alle Leute auf und sagen, krass, was machen wir eigentlich für einen Scheiß? Das ist ein bisschen die Frage, ob es nach Quantität oder nach Qualität geht. Und am Anfang ging es mir um die Quantität, dass alle sich alles verändert, auf einmal so, sich alle Leute dafür einsetzen. Und inzwischen geht es mir mehr vielleicht um Qualität, darum, dass das, was Menschen machen, wirklich dem entspricht, was sie wirklich machen wollen irgendwie. Und dass sie einfach anfangen so. Und darauf nicht darauf warten, dass jetzt die Massen aufstehen und dann da mitrennen, sondern genau da, wo sie sind, das machen, was sie tun müssen irgendwie. Um so zu leben, wie sie sich das Leben erträumen oder wie sie hoffen, dass es, oder wie sie auch sich Gesellschaft wünschen und das Zusammenleben und ihr eigenes Leben. Das einfach zu leben und darum herum vielleicht den Wandel zu schaffen. Ich glaube, das zieht immer Kreise irgendwie. Aber dann auch darauf zu setzen, dass die Veränderung vielleicht von innen kommt irgendwie. Weil ich glaube, Veränderung von außen ist sowieso relativ unnachhaltig. Oder wird auch einfach dem Menschen nicht gerecht, glaube ich.